Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir sind hier unterwegs zu diesem Dorf. So, ich bin mal ohne euch vorgelaufen. Aber keine Angst, es ist nichts geschehen. So, schauen wir mal, was jetzt geschieht. Also, wir versuchen heute wieder mal zwei Stück Technik zu erlangen. Ja, bin ich gespannt. Wir wurden ja etwas ausgebremst durch die, naja, doch ziemlich starken Minibosse zu Beginn vor den Patches. Ja, schauen wir mal, wie es weiterkommt. Die heutige Folge habe ich übrigens gestern bereits aufgenommen. So, wir haben, es fehlen uns noch, hier, Batterie, Lampe, Ölsauger, sehr gern. Chemietisch, ja, Strom und Pumpe. Pumpe auch sehr gern. Also, Lampe wäre jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich, finde ich. So, wir haben hier, wenn man sich das Dorf anschaut, haben wir da gleich rechts 1, 2, 3, 4, 5 Häuschen. Und die werden wir als erstes nehmen und wir verlassen das Dorf gleich wieder, sobald wir zweimal Technik haben. Wir halten es so, wir fahren so, Moment. Hallo. Oh, jetzt bin ich aber etwas überrascht. Ach so. Aber das Haus? Das sieht man so fast gar nicht. Ist ja cool. Okay. So, Moment. Zuerst mal Licht anmachen. Ja, das ist gut. Lehm. Okay. Gut. So. Das war das. Dann beginnen wir mit dem Häuschen hier, das da. Und schauen mal, was wir da drinnen finden. Froschjagd. Jetzt dachte ich, da liegt schon was. Ich dachte, da liegt schon ein Buch, ein Technikbuch. Ich bin so gespannt, was wir heute bekommen. Kartoffel ist mal okay, die nehmen wir nicht mit. Ein Ei. Ich steck's ein, ich bin so frei. Kabel ist gut. Da sind wir reinkommen. Machen wir die Tür lieber zu. Sicherheitshalber. So, einen Schluck trinken kann auch nicht schaden. So, dann gehen wir nochmal rauf. Da gehen wir rauf. Leere Dose ist super, so knapp vor dem Winter. Ob wir es aber noch einsetzen und benutzen können, weiß ich nicht. Aber super. Super, super, super. Nö. So, das war mal das erste Haus. Es ist 10 am Vormittag. Gut. Wir gehen hier raus. Es ist so düster, oder? Okay, zweites Haus. Zweites Haus, da holen wir jetzt die Loot heraus. So, das ist das. Das haben wir, das haben wir. Das heißt hier, die vier. Und ich bin echt gespannt, wann wir unsere Technik kriegen. Oh ja, Elektrik, super. Ja. So, genau, das ist tatsächlich das nächste auf der Liste. So, das Bad. Mhm.
Okay, dann werden wir irgendwas essen. Das zum Beispiel, das zum Beispiel, das zum Beispiel. Und das da. Super. Oh, ein Tuch zum Abwischen nachher. So. Ja, weil wenn wir jetzt so eine Melone oder so, ja, dann rinnt ja der Saft runter. So. Öl ist großartig, solange wir uns das nicht selber machen können. Wunderbar. Mag ich richtig. Okay. So, na dann. So, wir haben das, das, das. Das heißt, dieses. Hinter der Ecke da. Na, wo sind sie, die Dorfbewohner? Oh, ist es eh jenes? Oder ist es dieses? Na klar, ist es das. So. Ah, ein Tuch. Noch mehr Kartoffelpaste. Das ist gut für den Sommer. Weil ich vergesse die immer selber zu machen. Ja, und freue mich dann immer, wenn wir es brauchen und eine haben. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal eine auf Reserve machen. So Kartoffelpaste. Was kostet die eigentlich? Gegenstände, sonstiges. Werkbank, Lehmschüssel und Kartoffel ist nicht mal schwierig herzustellen. Ja, das ist die letzte. So, jetzt brauchen wir dann das Tuch. Das nicht. Esse ich lieber das hier. So. Super, auf zum letzten Haus. Ich will es ja nicht verscheinen, aber ich sehe keine Dorfbewohner. Ist okay. Ich brauche sie nicht. Die mich wahrscheinlich auch nicht. Naja, wobei, die wollen ja knabbern an uns. Noch ein Ei. Ganz schön viele Eier. Ja, das Eierdorf. Eierdorf, Eierdorf. Ja, Biotreibstoff, sehr fein. Oh, so, einen Schluck trinken, immer so zwischendurch, wir müssen sowieso ein wenig ausrasten. Und ich gebe zu, ich würde auch gerne zum Wagen. Das war das letzte Haus auf der Seite, das heißt, wir haben nur noch diese Häuser hier. 6 Stück, bin gespannt. Was man da finden. So, auf zum Wagen. Das ist nicht der Wagen. Das ist ein Wendy. Oder es war einer. So, wir haben das, das. Die Eier gehen wir da auch gleich rein. Moment, das will man essen. Einfach so, wie es geht. So, und das Fleisch tun wir da auch rein. Junge Dame, kommen Sie! So, wir müssen aber in die Richtung. So, vorher sollten wir aber trotzdem noch andere Dinge ablegen auch. Einfach, weil wir es können. So. Super. Yeah. Ist das da richtige Richtung? Yeah. Da oben geht wieder einer. Wenn wir gleich mitnehmen. Nein, der geht in die andere Richtung. Nö. So, na dann. Da ist Technik. Technik. Hier. Strom. Oh yeah. Stromtechnologie. Jetzt kann man diese. Oh, jetzt können wir nämlich Gegenstände. Nein, platzierbar. Hier ist Strom. Das da können wir machen. Verteilerkasten. Jetzt macht alles Sinn. Oh ja, oh ja. So, eine Technik müssen wir noch aus diesem Dorf holen.
Und dann haben wir sozusagen, ja, unsere Quest hier erfüllt. Und verlassen die gastliche Halle natürlich. Hallen. Häuser. Sehr gastlich. Hi. Früher wart ihr aufmerksamer, bilde ich mir ein. Also, der vorige Patch hat das echt schwer gemacht gehabt. Die Version 13 zu Beginn. Und jetzt, ja, kann man machen. Jetzt werden wir Elektrotechniker. Nee, mir, naja. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt alles so, naja. So. Jetzt kommt es mir vor, es ist wieder etwas einfacher geworden durch die Patches. Also 06, 07 und so weiter. Haben es schon, glaube ich, etwas leichter gemacht. So, trinken wir noch einen Schluck. Einfach weil es geht. So. Nö, wir nehmen das zuerst. Ja. Also die normalen Einzelwambis sind jetzt vorhersehbarer irgendwie in ihren Handlungsweisen. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Es ist, oder ich habe mich einfach dran gewöhnt. Wir haben uns dran gewöhnt. Überall sind Fambis. Früher war das zwar nicht so, aber wir haben uns dran gewöhnt. Oh ja, trockene Ziegel, yeah. Ja, Mechanikteile finde ich ja schon gut. Haben wir da in der Küche? Sieht schon so aus. So, rauf mit uns. Der Gabel ist gut, nachdem wir jetzt Technik haben. Super ist das sogar. Wunderbar. So, nächstes Haus. Das da hinten. Muss man schon ablegen? Nö, noch nicht. Noch nicht. Da ist ein Bär, da ist ein Wambi, da auch. Hi ho! Ja. Nein. Ich nehme nicht alles mit, das nehme ich schon mit, das war gut. Das war noch gut, das kann man verwenden. Das gute Glas. And it is ladies night. So und rauf mit uns. Nein, da nicht. So, jetzt soll es schön wieder heller werden. Das ist gut. So, schauen wir gleich, welches Haus das ist. So, nur noch die beiden Häuser. Ich freue mich über das Technik. Ich würde jetzt sogar Lampentechnologie ertragen. Legen vorher? Nö. Zuerst dieses Haus. So, junge Dame. Ich wollte dann die Melone. Die Wassermelone. Yeah. So, das war der Ofen, Kartoffel, Ofen. Die letzte Technik. Das ist doch wohl die letzte Technik.
Super. Oh, ist okay. Sehr fein. Okay, aber dann nehme ich das letzte Haus auch noch auseinander. Wo steht denn der Wagen? Da. Diese Richtung. Irgendwo da. Da ist er. So, na dann bringen wir mal. Och. Ja, aber ich hab das Gefühl, ich habe es herausgefordert. Also da bin ich ja jetzt irgendwie schon auch ein wenig mitschuld, oder? Ich denke schon. Ach ja. So, es deckt nichts mehr. Gut. So, das letzte Haus da oben. Wenn der Dicke auftaucht, sind wir geliefert. Ansonsten kein Problem hier. Auch so verdorbenes Essen rausräumen können und so. Ach, schön. So, wir sind da. Das ist natürlich das falsche Haus. Ich weiß nicht, vielleicht verwende ich das als Thumbnail. Es ist gerade so schön hier. Wollen wir dann da rein? Der Rhein mit uns, der Rhein mit uns. Also die Sonne scheint so schön und wir haben Lampentechnologie. Oh mein Gott. Super. Lampentechnologie. Der Hammer. Ach ja. Schiene. So, dann noch rauf. So. Ja, wer hat nicht gerne einen Erzklumpen auf seinem Nachtkästchen? So, super. Dann machen wir gleich mal zu. Keuchen draußen, damit wir mehr Spaß dabei haben. So. Ach ja. So. Diese Richtung. Der Wagen. Oh. Ah, dafür gibt es in den Poppes. Biotreibstoff finde ich gut. Schauen wir mal, was steckt, kann rein. Was nicht steckt, soll da draußen sein. Das deckt ja gar nichts. Naja, fast nichts. So. Tja, meine Lieben. Dann reisen wir mal ganz gemütlich zurück. Bei der Rückreise werden wir noch ein wenig plaudern. Aber. Tja. Ich würde mal sagen, sehr erfolgreich. Bei der nächsten Ausdauerpause bleiben wir mal kurz stehen. Es ist ja auch gleich soweit. Und bam. So. Ja, nur noch zurück. Wir fahren hier vorbei, weil ich möchte gerne ein Deko-Krokodil mitnehmen. Wenn wir da schon mit dem Wagen sind, wir können uns ja noch einen Wagen bauen. Oder eine Schlachtbank. Können wir auch machen. Aber wenn wir da schon sind, dann würde ich auch gerne ein Krokodil mitnehmen. Moment. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. Schauen wir mal. Bogen. Ja, zwei Schuss noch. Bogen tot. Super. Das machen wir. Wenn wir es überleben. Yeah. So, und da ist die Kreuzung. Ich glaube. Eine schöne T-Kreuzung. Da müssen wir nach rechts. Yeah, gewonnen. Lampentechnologie. Ja, naja. Super. Ja, andererseits über die Stromtechnologie freue ich mich sehr. So, was uns noch fehlt hier. Solar, ja, Batterie ist so ein Thema, aber Ölsauger hätte ich so gern gehabt. Chemietisch, ja, wegen Mike. Okay. Ölpumpe. Sehr gerne hätte ich das gehabt.
zum Thema Biofuel. Naja. Auch okay. So, bin gespannt, wo wir das Krokodil herkriegen und oben was herkriegen, weil ich glaube, ein Schuss und Ding ist tot. Also, der Bogen. Aber für Pfeil und Bogen, glaube ich, brauchen wir eine Workbench, genau. Ah, sonst kriegen wir das nicht hin. Ah. Das war doch eine Falle. It's a trap. So, ja, sind wir da. Mal schön Ausdauer regenerieren. Ja, und dann schauen wir mal, wie gut der Rezampart mit dem Stahlspeer gegen Krokodil ist. Hättest du dir ein Katana mitgenommen? Ja, hätte nichts geändert. Oh, Chavibe. Chavibe. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und Ausdauerpause. Map. Super. So, Krokodil holen wir uns einfach geradeaus mitten durchs Gemüse. Dann sind wir da, wo die Krokodile wohnen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir Glück oder Pech haben. So, wir fahren einfach tatsächlich quer durchs Gemüse. Irgendwas höre ich, rechter Lautsprecher hinter uns. Ist aber wieder vorbei. Ich habe immer so die Befürchtung, ein Bär, ein Wolf, was auch immer. Ja. Dann irgendein zweites Vieh. Aber im Moment geht's ja. Im Moment geht's ja. Super, da vorne. Oh ja, ich sehe schon. Hm, toll. So, wir werden da aber rundherum fahren. Ich sage euch auch, warum ich das möchte. Wenn wir hier sterben, was durchaus wahrscheinlich ist, sagen wir mal so, sehr wahrscheinlich. So, dann kommen wir näher an den Wagen ran, weil den müssen wir ja dann auch holen. So, haben wir schon umrundet? Naja, fast. Okay, um dieses eine Zipfel da vorne fahren wir noch rund und um. Und dann wird gejagt. Dann wird gejagt, ein kleines Kroko, wobei die sind riesig und dann legt man sie in den Wagen. Ja. Und dann ist die beeindruckende Größe weg. Süß weg. So, sind wir schon da? Moment. Ja, komm, wir lassen ihn da stehen. Nö, wir lassen ihn da nicht stehen, wir fahren mit dem da rein. Hier auf diesem Insau. Schauen wir, dass wir ein Kroko. Moment, wir müssen kurz mal hier. So. So, Krokodil. Auf die Schlachtbank. Nö, in den Wagen. Gleich in den Wagen. So. So, und jetzt müssen wir natürlich, müssen, tun wir das gar nicht, aber... So. Kroko. Hey du Kroko. Kleines Kroko. Die Welt ist groß und du bist klein. Boah. Au. So. Und benutzen. Das war echt knapp. So. Dekotisch angefüllt. Dekotisch ist da, wir merken uns das hier auf einem dieser Inseln. So, wir haben alles dabei. Kein Medipack mehr, aber dafür ein Kroko im Backpack. Naja, auf dem Wagen zumindest mal. Wir kehren mit einem Krokodil nach Hause. Das ist natürlich was sehr Feines. Gutes Krokodilfleisch.
Und Krokodilleder. Ah, da gibt es dann Stiefelchen. Habe ich da Mais? Jetzt habe ich geglaubt, ich habe den Mais nicht mitgenommen. Das wäre ja schrecklich. So, wo sind wir? Da. Diese Richtung. 8 Kilometer. Oh, schön. Ist das cool. Ist das cool. Wir haben es geschafft. Wir haben die Stromtechnologie. Ja, jetzt können wir Windkraftwerke bauen. Und ein Pumpenhaus laufen lassen. Yeah. So, wir können noch viel mehr platzierbar. Ja, sonstiges. Das da zum Beispiel. Endlich. Ja, Herd können wir bauen. Auch gut. Das in Kombination mit das. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Ah, es ist schön. Es ist schön. So, schauen wir mal, wo wir sind. Vor lauter Freude. Freude. Da, 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 da. Ja, da waren Kartoffel. Zwiebel. Links war da gerade. So, Moment. Diese Straße. Wir nehmen den Abzweiger. So, bringen alles zurück. Räumen nur mal kurz aus. Ich glaube, wir haben ja auch den Wagen in dem Mai. Sag mal, haben wir. Jetzt wird mir erst bewusst. Das ist ja fies. Wir haben ja Mike die ganze Zeit schon. Ne? Hängt uns Mike auf der Tasche. Ist zwar gemein so, aber ja, der wird nachher schon noch genug arbeiten. Aber. Moment. Chemietisch. Also, Mike wird noch immer nichts. Oh, ist das fies. Ist das fies. Und wir haben den Wagen mit Mike auch noch voll. Ah, das ist toll. Wir fahren mal nach Hause. Räumen alles aus. Ja, das machen wir heute noch. Lampentechnologie, jetzt ernsthaft. Oh. Naja. Besser ist nichts. Mhm. Richtig. Ah, so, ein wenig erholen. Und dann sind wir gleich oben. Super. Naja, Winter, neues Bauprojekt. Winter wird wieder Bauzeit werden. Oh, da freue ich mich aber auch schon sehr. Muss ich sagen, da freue ich mich schon. So, na. Ach so. Da können wir ja gar nichts. Naja. So, nehmen wir das alles mal raus. Geht sich aus. Wir nehmen es raus. So, rein. Minus 3 Grad, yeah. So, da haben wir mal die Samen. Okay, haben wir noch mehr Samen? Nö. So. Hier oben Nägel. Erste Hilfe, wir geben es mal da rein, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das da gut drinnen aufgehoben ist. Keine Ahnung, vielleicht eher da. Naja, machen wir mal. So, nö, 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 das, das, das. Plastik kommt da auch gerne rein. Da haben wir erste Hilfe. Und wir nehmen das da raus. Packen das da rein. So soll es sein. Ja, ich glaube, das ist gut. So, dann haben wir dreimal Öl. Wir haben ein paar Tücher. So, und zwei Bücher. So, Rinde. Dann haben wir da ein bisschen Fragments. Ich möchte nur, dass wir gemeinsam noch ausräumen, dass wir alle sehen, was haben wir denn Schönes im Inventar. Soweit, so klar. So, das kommt da rein. Dann haben wir nur noch Tiersachen. Passt. Nein, falsche Richtung. Oh. Naja. Kann nicht alles haben. Ups. So. Dann nehmen wir alles raus. Da wären ja auch noch genug gewesen. Naja.
Oh, alles schon verdorben, super. Und die zwei gebe ich da rein, warum, weil es geht. So, dann haben wir da noch Verdorbenes. Da nehmen wir das dazu. So, da ist alles leer, na bitte sehr. So, Tierbox. Tier, 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 Tier. Das ist auch Tier. Der Rest ist nicht Tier. So, können wir da noch irgendwas reintun? Wie zum Beispiel Fleisch, Fleisch. Ja, oder wir legen die Eier da auch dazu. Oh, es schneit, es schneit, es schneit, es schneit. Oh, oh, wie schön. Sehr cool. Ja, schade ums Gemüse, aber ist so. So, Fasern hier. Ja, ja, ich komme. Wo ist er? Junge Dame, hier, hier. Ach komm. Sowas aber auch. So, und da? Nein, war nichts mehr drin. Ich dachte, das ist noch voll angeräumt. Okay, Mike ist sozusagen leer. Yeah. So, das ist leer. Das ist leer. Dann würde ich aber sagen, wir machen hier platzierbar Essen, einen Schlachtertisch. So, und legen den vorerst hier mal dran. So, wir brauchen 10 Waren. Das werden wir anzünden. Alles verdorben. Alles verdorben. Super, die ganzen Melonen. So. Was braucht man für einen Bogen? So, Bogen, Bogen, Bogen. Hier, Gegenstände. Nö. Waffen. So. An der Werkbank ein Stock, drei Seil. Das werden wir gleich mitnehmen. Ein Stock, drei Seil. Eins, zwei, drei. So, da haben wir Nägel. Da haben wir das hier. Da kommt das und das. Bam. Was legen wir da runter? So, da haben wir ihn und ihn und ihn. Jetzt brauchen wir noch ein Stöckchen. Auf zur Workbench. Haben wir das angezündet? Yeah. So, da ist die Workbench. Das und das ergibt einen Bogen. Ich bin dabei. Wir sind jetzt droben. Oh. So, dann schnell nochmal trinken. Na? So, jetzt hier einfüllen, weil es wichtig ist. Wobei, räumen einfach mal aus. So, machen das Wichtige einfach nachher. Oh, ist das schön. Es hat geschneit. Es hat geschneit. Meine Liebe. So, wir nehmen das mal so. Da, bis er voll ist. Dann haben wir den hier. Voll, bis er voll ist. Jetzt nehmen wir den. Machst du mir das? Oh, drei auf einen Schlag. Er schlägt nicht mehr durch. Seit diesem Patch schlägt er nicht mehr durch. Du fühlst den Loot doch viel weniger. Sowas. So, also wir rauf mit uns. Wow, jetzt ehrlich. Heftig. So, da haben wir vollgefüllt. Dann kommt es noch hier. So. Super. Da waren die Pfeile? Ja, da waren die Pfeile. Da ist das. Ja. So, da ist alles gut. Wir brauchen. So, voll, voll, voll. Alles ist voll.
Yeah. So, hier wollten wir das Häkchen rausnehmen. Das ist draußen. Da ist ja noch mehr. Wo haben wir die Hay-Sachen drin? Bei den Tüchern. Ja, tatsächlich. So, dann machen wir den hier und den hier. So, das muss reichen. Und einen normalen nehmen wir da. Wobei, das ist das große Pack. Wir nehmen das kleine Pack. Nimm das kleine Pack. Nimm das Pack. Es hat geschneit, meine Lieben. Oh, wie schön. So, nicht ablenken lassen. Wir wollten noch eine Schlachtbank bauen. So, dazu nehmen wir mal die alle hier. Und bauen eine Kroko-Schlachtbank. Yeah. So, Vorfahren. Mitnehmen. Es geht um die Vorfahren. Oh, schade. So, ja, naja. Ist okay. So. Super. Alles leer? Ja, ja, wunderbar. Wunderbar. Oh. So, das kommt mit. Da, Moment. Ja, das passt so. Das Essen. Essen. So. Und er hier. Dann haben wir da noch was. Das nehmen wir mit, verwursten. Ja, dann muss ich sagen, super. Haben wir viel geschafft in der Folge. Vor allem die Lampentechnologie geholt. Besser konzentrieren. Ich komme. Dreimal fett. So, dann würde ich aber sagen, jetzt lassen wir es auch für die heutige Folge. Das kommt da unten hin. Super. So, meine Lieben, es hat geschneit. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Morgen 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.